AfD-Mitbegründer Bernd Lucke. Eigentlich ist er Professor an der Uni Hamburg und wollte nach all den Jahren gestern zum ersten Mal wieder eine Vorlesung halten. Wollte. Positiv gesehen, das war die bestbesuchte Vorlesung Makroökonomik aller Zeiten. Hat auch uns Studienabbrecher in der Redaktion bewegt. Lucke wurde in der Uni ausgebuht. Quatsch, die rufen alle Buhjörn, Buhjörn. Lucke ist 2015 aus der AfD ausgetreten, weil sie ihm zu extrem rechts wurde. Lassen die Kritiker aber nicht gelten. Sogar die Omas gegen rechts sind vorbeigekommen. Seniorenstudium mal anders. Ich bin Philipp Vanulis und frage mich, wie viel Nazi-Schwein steckt in Lucke und war das jetzt die intelligenteste Form des Protestes? Es ist Donnerstag, der 17. Oktober. Die Brexit-Verhandlungen haben sich länger gezogen als der Sack von Prinz Philipp in der Sauna. Und das hier ist Vanulis Daily. Bernd Lucke, wie Bernd Höcke, nur kleiner. Die letzten paar Jahre waren ziemlich wild für ihn. 2013 hat er zusammen mit anderen die AfD gegründet. Ein Jahr später wurde er ins EU-Parlament gewählt. Nochmal ein Jahr später ist er aus der AfD wieder ausgetreten. Außerdem ist er passionierter Querflötist, leitet gerne mal hobbymäßig einen Gottesdienst und hat nach der AfD noch die Partei Alpha gegründet und die dann in LKR umbenannt. Mit dieser LKR hat er dann eine Petition für den Verbrennungsmotor gestartet. Wir riskieren die Arbeitsplätze, wir riskieren den Wohlstand, wir riskieren das Wohl unserer Familien. Die Petition lief aber nicht so rund wie sein geliebter Verbrennungsmotor. In 6 Monaten kamen nur knapp über 8000 Unterschriften für lieber ein Milligrad wärmer als um eine 500.000 Jobs ärmer zusammen. Und wähl dich nur 0,1%, werd doch einfach wieder zum Dozent, also zum Wirtschaftsprofessor. Allerdings sagen Kollegen, dass er in der Forschung nichts mehr reißt. Tja, in der Forschung nichts reißen? Deshalb lehrt er wohl an der Hamburger Uni. Ha. Außerdem wirft ihm die Studentenvertretung AStA öffentlich vor, dass er als Vorsitzender der AfD, als bürgerliches Aushängeschild dieser Partei, rechtsradikale Strömungen innerhalb der Partei maßgeblich mitgetragen hat. Er hat rechtsradikale Strömungen mitgetragen. Was ist er denn? Eine neofaschistische Wassermühle? Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Sieg heil, Sieg heil, Sieg heil. Gut, ja, dann kommt von der AStA aber auch noch diese Begründung hinterher. Bernd Lucke vertritt als Wirtschaftswissenschaftler ein Modell, welches einen schlanken Staat, den weiteren Abbau der Sozialsysteme und noch freiere Märkte fordert. Das ist ja eine schreckliche Argumentation. Es gefällt Ihnen nicht, was er lehrt, deshalb muss er weg? Wie krass ist das denn? Ist nicht gerade die Uni der Ort, an dem man andere Meinungen diskutieren soll? Stattdessen erst solider Protest und dann kommt Lucke die ganze Vorlesung nicht zum Wort. Zum Schluss muss er dann von der Polizei aus der Uni gebracht werden. Ein klassischer Abu-Chaka-Exit. Ja, ganz schön was los in Hamburg. Hat ja fast schon Eventcharakter. Sind Sie Student in Hamburg und langweilen sich? Fehlt Ihnen seit dem G20-Gipfel einfach irgendwie die Action? Damit ist jetzt Schluss! In unserer Uni ist wieder großes Rambazamba. Wir schreien diesem AfD-Gründer halbwegs gerechtfertigte Beleidigung in seine niedliche Fresse. Lass die Schweine raus aus der Uni! Und er sitzt eine Stunde lang daneben und schmollt. Und was ist das? Das sind Omas gegen rechts. Hier wird die ganze Schuld einer Generation kollektiv abskandiert. Omas, Omas und auch das ganze Land. Wir kämpfen für die Kinder und leisten Widerstand. Oh yeah. Außerdem gießen wir heißes Öl ins Feuer mit gelangweilten Studenten. Denn die Anwesenheitsliste ging noch nicht rum. Kommt zur Uni Hamburg und die Uni Hamburg. Skandieren statt diskutieren. Und das jetzt schon seit 100 Jahren. Die Reaktionen auf die Proteste sind allerdings geteilter als Wasser und dreiwertige Glycerinester. Auf Twitter werden die Videos aus der Vorlesung von beiden Seiten fleißig geteilt. Ich bin so verdammt stolz auf die Studenten der Uni Hamburg. Nazis haben in deutschen Hörsälen nichts verloren. Richtig, genauso wie ein Haar in verloren nichts verloren hat. Und die andere Seite sagt: So ziemlich das widerlichste und ekelhafteste, das sich derzeit herumtummelt, der moderne Bund Deutsche. Der moderne Bund Deutsche, immer noch besser als die moderne Deutsch-Bunte. Erika Steinbach, wie sie lebt, wie sie liebt, wie sie hasst.
stellt sich die Frage, war das jetzt alles berechtigt oder total übertrieben? Klären wir das in unserer gerade neu erfundenen Rubrik Einerseits, andererseits. Einerseits hat Bernd Lucke die AfD schon vor mehr als 4 Jahren verlassen. Sein Grund damals: die islam- und ausländerfeindlichen Ansichten, die sich in der Partei immer stärker ausbreiten. Andererseits ist Lucke an diesem Kurs selber schuld, weil schon damals spielte die AfD gerne mit bekannten Sprüchen von rechts außen. Wir sind nicht das Weltsozialamt. Kennt man auch von der NPD nebenan, und das Interessante ist, dass offenbar der AfD-Wähler immerhin zusammengesetzte Hauptwörter versteht. Dann aber wieder, einerseits distanziert sich Lucke bei jeder Gelegenheit öffentlich von der heutigen AfD. Wenn ich gewusst hätte, dass die AfD sich so entwickelt, dann hätte ich die Gründung nicht gemacht. Ja, denn diese Art von AfD lehne ich ab. Etwas anzetteln, dann wird's scheiße, und dann zurückrudern? Wer ist er denn? Hitler? Diese Art von Russlandfeldzug lehne ich ab. Andererseits klingt diese Ablehnung bei Lucke damals noch ganz anders, wenn es um fremdenfeindliche Aussagen in seiner Partei ging. Hier das bekannteste Beispiel. Multikulti hat die Aufgabe, die Völker zu homogenisieren und damit religiös und kulturell auszulöschen. Stehen Sie hinter dieser Aussage? Also ich verwahre mich vollständig dagegen, dass das irgendetwas mit Rassismus zu tun hat. Irgendwas mit Rassismus? Was ist denn das? Die neue Tour von Serdar Somuncu? Sei es, wie es ist. Die echten Verlierer sind da die Studierenden, die wirklich in diese Vorlesung mussten. Erst einmal, weil sie Wirtschaft studieren müssen. Aber dann müssen die auch früh morgens sich noch so ein Geschrei anhören. Gibt's da nicht was für die? Wir sind dagegen! Wir sind dagegen! Wir kennen Sie das Problem? Sie wollen morgens ganz normal in die Uni, aber alles ist voller politischer Aktivisten? Sie wollen Unterlagen für Ihr Seminar ausdrucken, aber irgendwer hat die Papierausgabe mit kritischen Flugblättern verstopft. Stopp! Wir wissen, wie Sie sich kritisch, differenziert und ausgewogen damit auseinandersetzen können. Saufen in der Uni! Later, Bitches! Saufen in der Uni sorgt dafür, dass sich Ihr Frust in Luft auflöst. Dank Saufen in der Uni fällt auch Ihnen politischer Aktivismus leicht. Saufen in der Uni, die größte studentische Bewegung seit dem Hambacher Fest. Dank Saufen in der Uni finden Sie unkomplizierte Lösungsansätze. Ey, wir schaffen den Euro ab und wir ersetzen ihn durch Schnaps. Das ist doch mal eine Alternative für Deutschland, ne? Warnung. Saufen ist kein Ersatz für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit politischen Fragestellungen. Ja, Lucke ist durch den Nazi-Sumpf gestapft und da ist definitiv was am Schuh kleben geblieben. Aber jemanden niederschreien ist auch einfach nur kindisch. Denn im Gegensatz zu anderen Frusttüten könnte man mit Lucke ja wirklich diskutieren. Ja, seine Positionen sind krass, aber nicht gegen das Grundgesetz. Außerdem heißt die Vorlesung Makroökonomik 2 und nicht Holocaustleugnung leicht gemacht 3. Und die Unileitung hat übrigens auch gemerkt, dass das jetzt kein gutes Licht wirft. Universitäten müssen als Orte der Wissenschaft die diskursive Auseinandersetzung auch über kontroverse gesellschaftliche Sachverhalte und Positionen führen und aushalten. Außerdem wurde gerade eben bekannt, dass die Uni schaut, wie sie Luckes Vorlesung in Zukunft sicher durchziehen kann. Also, was meint ihr? War das jetzt das richtige Mittel? Oder sollten Sie beim nächsten Mal vielleicht lieber das rufen? Diskursive Auseinandersetzung mit dem Nazischwein. Wisst ihr, was besser ist als Schnaps? Klar, noch mehr Schnaps. Aber wie man ludet seine Videos auch. Da muss man doch gar nichts auf dafür. Hammer machen muss man aber nicht. Was man aber machen muss, ist die Glocke drücken und die Dinge abonnieren. Kanal. Wahnsinns Ding, tägliche Videos, viel Unterhaltung.